Auf der einen Seite Enttäuschung, auf der anderen Jubel. Zwei Orte, zwei Stimmungen. Ausgelassen ist die Stimmung hier in Saarbrücken. Riesenfreude bei den Parteien Nachwuchs. Über den Sieg von Annegret Kramp-Karrenbauer. Viele Jahre war AKK ihre Ministerpräsidentin im Saarland. Wir sind unglaublich glücklich, wir sind sprachlos. Es ist für uns ein sehr emotionaler Moment und wir können gerade nicht richtig uns in Worte zusammenfassen. Ich glaube, dass Annegret einfach viele Leute anspricht, viele CDU-Mitglieder von links bis rechts. Und das hat zu diesem Ergebnis geführt heute. Unfassbare Glücksgefühle. Ich war total euphorisch und bin jetzt in sehr guter Stimmung, dass die CDU auf einem sehr guten Weg ist. Bei der Jungen Union in Düsseldorf. Große Ernüchterung. Sie hatten auf Friedrich Merz gesetzt. Was sie sich von dem Kandidaten aus NRW vor allem versprochen hatten, kein Weiter-so. Ich glaube, mit der heutigen Wahl gibt es ein Weiter-so und das ist ein schlechter Tag für die Partei. Ich habe die wirkliche Befürchtung, dass der negative Trend der letzten Monate und Jahre sich fortführen könnte. Es muss irgendwie weitergehen, es wird auch irgendwie weitergehen und wir werden uns mit AKK, ich sage jetzt mal, direkt die Abkürzung irgendwie arrangieren müssen und wir werden es auch tun, denke ich. Doch wie geht es jetzt weiter in der CDU? Einige fürchten nun eine Spaltung der Partei. Die Gefahr, die besteht, ist, dass Annegret Kramp-Karrenbauer nicht in der Lage ist, alle Flügel mit einzubinden in der parteipolitischen Arbeit. Und das ist, glaube ich, eine große Gefahr, die wir jetzt die nächsten Wochen entgegenstehen müssen in der CDU. Und dann werden wir sehen, wie sich das entwickelt. Ich glaube, dass mit Annegret, dass das auf einem guten Weg ist, dass man sich in vielen Dingen einigen kann und auch gemeinsam in eine neue Richtung gehen kann, nicht gespalten. Sie ist eben auch eine Frau, die eben die Leute nicht spaltet, sondern wieder gemeinsam vereint. Angela Merkel hat heute zu Geschlossenheit aufgerufen. Ob Annegret Kramp-Karrenbauer die Lager in der Partei vereinen kann, das muss die frischgebackene Vorsitzende in den kommenden Monaten beweisen.